Das Coole am Jahreskurs ist, dass man in diesen 10 Monaten wirklich als Gruppe, als Gemeinschaft miteinander unterwegs ist. Dass da Menschen Menschen begegnen und ein Stück weit manchmal auch einander herausfordern, manchmal auch hinterfragen, manchmal auch Konflikte lösen. Aber das Coole ist, dass wir wirklich am Schluss können sagen, das war die beste Zeit von meinem Leben. Und darum machen ganz viele Leute immer wieder auch den Jahreskurs. Einfach, dass sie ein Stück weit Veränderung erleben in ihrem eigenen Leben. Im Jahreskurs haben wir so 3 Schwerpunkte. So der erste ist der Jahreskurs pur. Das ist für diejenigen eine ganz gute Möglichkeit, die einfach sagen, ich will mir eigentlich Zeit gönnen, einen Tag, um über mich nachzudenken. Die haben 4 Tage Unterricht, 1 Tag frei. Der zweite und der dritte Schwerpunkt ist Jahreskurs Startup. Das ist gedacht für Leute, die im Blick auf die Gemeinde einfach wollen ihren Horizont öffnen, mehr denken, neues denken, lernen, was könnte die Gemeinde heute sein. Die haben immer am Freitag den zusätzlichen Start-up-Tag. Der dritte Schwerpunkt ist der Jahreskurs Worship. Das ist für junge Menschen, die Lust haben auf Musik. Die können ihr Instrument vertiefen, die können lernen in einer Band spielen, die können lernen über Musiktheorie und über Arbeit grundsätzlich nachzudenken. In erster Linie denke ich, der Jahreskurs, das ist die Zeit, die du dir selber gönnst. Das ist die Zeit, die du dir schenkst, wo du dich einfach mal mit etwas ganz Neuem auseinandersetzen kannst. Dann wirst du ganz viele Begegnungen haben mit spannenden Dozenten, die eine grosse Leidenschaft haben für ihr Thema. Die wollen dich anstecken, anzünden für das und du wirst viel lernen können. Und du wirst Menschen begegnen in diesem Jahreskurs, die das gleiche Ziel haben, aber von einer ganz anderen, von einem ganz anders herkommen. Und ihr werdet miteinander als Gemeinschaft lernen. Miteinander unterwegs sein, als Persönlichkeit zu wachsen. Du wirst am Schluss können sagen, das war die beste Zeit in meinem Leben.